Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog. Heute ist Sonntag und es ist jetzt fast 11:30 und ich habe heute relativ viel zu tun. Ich muss einerseits natürlich den Vlog von gestern schneiden, allerdings ist das ja jeden Tag der Fall. Das, was aber sonst nicht so ist, ist, dass heute Tim zu mir kommt und wir für den Englischunterricht so eine Werbung drehen. Und die müssen wir eben heute komplett filmen und komplett schneiden, damit die morgen fertig ist. Und heute Abend muss eigentlich auch noch mein Vlog fertig sein. Deshalb muss ich jetzt auch direkt mal mit meinem Vlog anfangen und das Wetter ist so, naja, mäßig. Es wäre besser für die Werbung, wenn das gut wäre, aber ich meine, im Moment regnet es wenigstens nicht. Allerdings bin ich mir da auch nicht so sicher, ob das nicht gleich wieder damit anfängt. Ich habe das Video fertig geschnitten und exportiert und muss nur das Thumbnail machen. Das mache ich aber später. Da ist jetzt mittlerweile 10 vor 1. Ist Tim kommt hier im Moment. Der wollte noch frühstücken und dann kommen. Und wir haben für das Filmen von der Werbung dann 3 Stunden Zeit bis 4 Uhr. Das reicht zwar, allerdings sollten wir trotzdem nicht zu lange rumtrödeln oder so. Tim ist wieder weg. Ich habe das auch schon komplett fertig geschnitten. Ein Standbild, das wir sehen. Mehr aber auch nicht. Denn ja gut, das ist jetzt nicht extrem scheiße, aber dafür, dass wir die Idee in 10 Minuten hatten, das dann innerhalb von 2 Stunden gefilmt haben und innerhalb von einer Stunde geschnitten, ist es jetzt nicht so schlecht. Aber wenn wir früher angefangen hätten, hätten wir schon was Besseres geschafft. Ich habe gerade noch das Thumbnail für den gestrigen Vlog fotografiert und bearbeitet und der Vlog geht gerade hoch, beziehungsweise ist in gerade mal 9 Sekunden schon fertig und fängt jetzt an zu bearbeiten. Und es ist jetzt heute Abend nochmal komplett die Sonne rausgekommen mit blauem Himmel und so weiter. Das ist auf jeden Fall ganz cool, aber leider ist der Tag ja schon fast vorbei. Alexa, wie wird morgen das Wetter? Morgen gibt es in Hamburg Schauer mit einer voraussichtlichen Höchsttemperatur von 11 Grad und einer Tiefsttemperatur von 1 Grad. Alles klar, ja, auf jeden Fall richtig geiles Wetter in Hamburg. Ich habe vor knapp einer Woche schon mal so ein Video gemacht, wo ich mich vor euer Feedback in letzter Zeit bedankt habe und irgend so ein Zeug halt. Und allerdings würde ich jetzt auch nochmal sagen, ich will nicht dauernd irgend so ein Video machen. Danke für die 50 Abonnenten, danke für das, danke für keine Ahnung was. Also ich will nicht dauernd irgendwelche Infovideos oder so raushauen, sondern so wie bis jetzt, das ist eher eine kleine Ausnahme. Die Einblendung, die ihr gerade gesehen habt, ist von meinem 50 Abonnenten Dankesvideo von meinem alten Kanal. Die ist glaube ich schon 1,5 Jahre alt oder so, das war damals mein Minecraft-Kanal. Und ja, wie ich da schon gesagt habe, ich will nicht dauernd danke für dies, danke für das und so weiter sagen. Aber trotzdem hat es mich gerade einfach übelst gefreut, denn von meinem neuer Kamera-Rucksack-Video war einfach der erste Klick, hat das Video geliked und abonniert. Das Ganze hat mich gerade nur übelst gefreut, weil einfach der erste Typ, der das Video sieht, abonniert mich gleich. Ist auf jeden Fall nice. Ich habe jetzt doch noch ein bisschen so ein Voice-Over für diesen Englisch-Werbungsding gemacht. Und dafür muss ich sagen, auch wenn ich keine Let's Plays mehr mache, ist dieses Mikrofon doch noch sehr, sehr praktisch, weil es einfach eine richtig geile Qualität hat. Ich hoffe, euch haben diese Mikrofonbilder gefallen. Mir war ein bisschen langweilig und jetzt esse ich was. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich zu der Werbung, über die ich die ganze Zeit gesprochen habe, überhaupt nichts gesagt habe und während wir das gedreht haben, auch nichts gefilmt habe, ja. Ich habe jetzt von der Werbung hier auf jeden Fall noch den Pizzakarton stehen und überlegt, den sogar hier aufzuhängen. Allerdings bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das machen soll oder nicht. Und ja, heute mache ich sowieso nicht mehr. Es ist mittlerweile dann schon wieder fast Mitternacht. Und deshalb würde ich sagen, war es jetzt halt schon wieder von dem Vlog. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt jetzt hier drauf drücken und meinen Kanal abonnieren oder euch hier ein anderes Video von mir angucken. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen im Vlog wieder. Und ciao.